In erster Linie hebt man sich natürlich ab von allen anderen Fahrschulen, die dieses Siegel nicht haben. Und das sollte normalerweise gerade dann auch auf der Motorradschiene den Zuspruch von allen Fahrschülern dann generieren. Denn wenn man an der Fahrschule vorbeikommt, wo dieses Siegel hängt, dann ist man eben gut aufgehoben und man hat einfach dieses Vertrauen und eine Basis, über die man kommuniziert. Und für mich ist es eigentlich selbstverständlich, dass wenn man dem Fahrschüler auch das beste Equipment und die besten möglichen Umstände bieten möchte, dass man dieses Siegel dann beantragt.